Frequent Traveler TV Update live. Heute ist der 29.05. Wir machen heute wieder mit euch das Ganze. Mario ist auf meiner linken Seite, also von euch aus gesehen auf der rechten Seite. Und wir haben einige Themen, heißt also nach einem langen Hin und Her, Phuket will jetzt wirklich aufmachen am 1. Juli. Für Touristen wurde ja lange angedroht. Das ganze Projekt heißt Phuket Sandbox, fand ich spannend. Cathay Pacific fliegt wieder nach Deutschland, nur einmal wöchentlich leider an einem Samstag. Dann hat Marius Lieblingsthema wieder was abgeworfen, ne? 737, Max. Genau, Boeing und die 777 geht aufwärts. Die 737 Max wird ja auch wieder ausgeliefert, nachdem sie einen Auslieferungsstopp hatten. Qatar Airways bereut den Kauf der A380, um ganz genau zu sein, der Al-Barker, der CEO. Belarus wird von Passagierflugzeugen weiter umflogen, aber Cargomaschinen fliegen zum Beispiel durch, weil da natürlich keine Leute sind, die irgendwie reinholen wollen. Ja. Macht Sinn. Dann für alle Meilenfetischisten, die bei British Airways im Executive Club sammeln, die haben die Award-Sitze verdoppelt, die Verfügbarkeiten. Und ganz wichtig ist der Hinweis, ihr wisst ja immer, die besten Einlösemöglichkeiten sind auf der Kurz- und auf der Mittelstrecke. Was haben wir noch für Themen heute? Passagiere auf der Waage. Oh, das ist für Menschen wie mich schwierig. Bei mir sagt die Waage ja immer, bitte nur einer draufstellen. Natürlich. Und Merit Bonvoy. Ja. Points Advance Buchungen. Ich wusste nicht, dass es das gibt, obwohl ich Titanium bin. Also insofern spannende Sachen und jetzt erstmal wie immer das Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Das ist jetzt bis auf der anderen Seite. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Das ist Mario Hofmeister, ja. Und wir sind da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Und in diesem Live-Update bringen wir euch alle Themen rund um die Luftfahrt, rund um die Punkte, einen kleinen Potpourri würde ich es nennen. Und ich würde Mario einfach mal mit seinem Lieblingsthema Boeing 737 Max anfangen lassen, oder? Weil ich habe ja. Ich habe hier Airbus. Ja, richtig. Ich auch eher so Airbus, aber die 737 Max wird tatsächlich wieder ausgeliefert. Und auch bei der 777 scheint es ja voranzugehen. Und bei der 777 müssen wir natürlich noch sagen, dass es da jetzt allerdings bei einigen auch wieder ein paar Probleme gibt, die die Maschine irgendwie nicht haben wollen, weil man meint, die Leistungsdaten würden nicht so ganz passen. Nichtsdestotrotz, die 737 Max, die ja nun wirklich viele Probleme hatte, wir müssen das nicht alles wiederholen, geht jetzt tatsächlich wieder an den Start und ich hoffe, die Parkplätze bei Boeing werden dann erstmal wieder ein bisschen leerer. Nicht? Die angestellten Parkplätze wurden ja genutzt, auch um dort Maschinen abzustellen. Es geht also auch da voran, was natürlich grundsätzlich etwas Positives ist. Ob allerdings dieses Flugzeug bei den Fluggästen so gut ankommt, auch in Zukunft, das wird tatsächlich die Buchungslage zeigen. Es gibt, glaube ich, einige Fluggesellschaften, amerikanische, die gesagt haben, dass die Passagiere kostenlos umbuchen können, wenn sie merken, dass sie aus Versehen auf einer 737 Max gebucht sind. Ja, wobei man der Ehrlichkeit halber sagen muss, man ja eben so merken, dass man auf einer 737 Max gebucht ist, finde ich jetzt ein bisschen sportlich, weil am Ende des Tages ist es ja wirklich so, dass bei der Buchung das ja gesagt wird, das ist eine 737 Max, so wie beim A380 das steht, bei Emirates, ist das halt auch wirklich so, dass bei der Max das steht, dass man da nicht in Schwulitäten kommt oder da halt, ja, überrascht wird. Aber man kann umbuchen. Ryanair hat ja auch diese Umbuchungsoptionen reingemacht. Die haben ja auch sogar das Flugzeug umbenannt. 737-8200, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie sie genannt haben. Aber was ich spannend finde, ist wirklich, dass man diese Anzahl der Flugzeuge, die man produzieren will, wieder hochtakten will, obwohl man halt die Mitarbeiterparkplätze schon voll geparkt hatte, wie du ja gesagt hast. Wir kennen ja alle die Bilder noch, wo die wirklich den Zaun verschoben haben. Und man will dann auf ein Fork. Ja? 42 Stück, das ist schon Z.
Ja, es sind 42 Stück im Monat, ne? Und, aber Airbus will in 2025 sogar auf 75 hoch, also über die Steigerung 45, 64, 70, 75 hingehen. Also die, man ist da sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass man das macht und die Fluggesellschaften da so, ich hätte es fast gesagt, geil auf das Flugzeug sind. Ich persönlich, ich habe keine Bedenken mit der 737 MAX zu fliegen. Hast du Bedenken mit der 737 MAX zu fliegen, Mario? Ja, eigentlich sollte man die nicht mehr haben, nicht? Nach den Nachbesserungen, den Pilotenschulungen. Es ist halt immer sehr subjektiv und es ist halt so einfach nur ein Gefühl, das sich sicherlich objektiv überhaupt nicht belegen lässt. Aber ein bisschen komisch fände ich es irgendwie schon, wenn ich das erste Mal damit fliegen müsste, muss, kann, soll, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass jetzt auch nichts mehr passiert, nach dem, was man dort alles getan hat. Aber dem Flugzeug haftet halt so ein gewisses negatives Image an. Das wird man wohl nicht verneinen können. Also mulmig wird es sein. Genauso mulmig ist bei der nächsten Nachricht, die wir nochmal etwas ausarbeiten wollen. Und das ist ja Marius' Favorite in dieser Ausgabe, dass die Fluggesellschaften in den USA die Passagiere wiegen sollen. Kleiner Hinweis und Spoiler, bei kleinen Flugzeugen auf die Bahamas wird das ja eh gemacht. Und Finnair hatte das ja auch mal gemacht. Und da hatte man mit Entsetzen festgestellt, dass die Zahlen, die man hat, ja, eigentlich gar nicht stimmen, dass die Passagiere eigentlich schwerer und länger und größer werden. Ja, aber Mario, erklär uns mal, was da die Amerikaner wieder im Schilde führen. Naja, der Body Mass Index der Amerikaner, und dann müssen wir nochmal auf der A1 zu sprechen kommen, der wächst halt immer weiter. Und wenn die Leute tatsächlich alle übergewichtig sind und wesentlich mehr wiegen als noch früher, ist natürlich klar, wenn das Durchschnittsgewicht, was man gemeinhin kennt, tatsächlich viel höher liegt, dass dann natürlich auch die Maschinen schwerer sind, wenn dann so ein Flugzeug voll besetzt ist. Und dann bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das in Zukunft wird, ob damit das Fliegen teurer wird, ob man am Ende nach Gewicht bezahlen muss. Wir schauen mal. Bis jetzt ist die Aktion ja freiwillig, sich dort wiegen zu lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Phänomen ja auch, wenn eine Maschine nur halb voll ist, dass die Passagiere ja dann auch in der Regel so gesetzt werden, damit die Maschine entsprechend ausbalanciert ist. Und selbiges passiert natürlich, wenn die Maschine voll ist, aber alle Leute wesentlich schwerer sind, als man gemeinhin annimmt. Das kann schon Probleme geben, das sehe ich ein. Ja, natürlich. Und die Zahlen, und du hast es ja selber gesagt, in kleinen Flugzeugen, wenn du da von Florida zu den Bahamas fliegst, da ist das nicht ganz unwichtig. Nicht? Wenn da, sechs Leute sind, die weit über 100 Kilo wiegen und die bringst du alle nach hinten und hast dann ein paar leichtgewichtige vorne, dann wird das sicherlich unangenehm. Ja, das kann durchaus unangenehm sein. Also insofern wirklich Zahlen aus den 60er Jahren müsste man halt wirklich jetzt ein bisschen mal hochrechnen, weil 60er Jahre, das ist wie gesagt, das Gewicht ist anders und da hat sich einiges geändert. Also schauen wir uns das einfach mal an, wie sich die Durchschnittsgewichte geändert haben und das bringt halt einfach Sicherheit. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt nach dem Fleischpreis bezahlt. Also insofern keine Angst. Noch nicht. Noch nicht. Nachdem ja der Frankfurter Flughafen das Terminal 2 öffnet, permanent, so wie ich das verstanden habe, will Hamburg das Terminal 2, ein anderes Terminal 2, allerdings in Hamburg, irgendwie saisonal öffnen, weil man jetzt das steigende Passagieraufkommen hat und möchte dann ab 28. Mai vorübergehend, also quasi seit gestern, den Betrieb wieder an den Check-in-Schaltern machen, dass man da halt wirklich wesentlich mehr Leute ausbreiten kann, damit die sich nicht alle knubbeln und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist eine gute Nachricht. Wollen wir noch was zu Hamburg sagen? Nö. Dann gehen wir direkt weiter zur Eurowings Discover. Ja. Willst du dazu was sagen? Dazu lässt sich ja auch relativ viel sagen, denn
die Eurowings Discover, die ja nun in diesem Jahr schon, zumindest von Frankfurt, einige neue Destinationen auf dem Schirm hat, will dann im nächsten Jahr mal so richtig durchstarten, auch mit dem neuen, mit dem neuen Abflughafen in München. Und dort werden ja dann tatsächlich etliche touristische Ziele neu angeflogen und man darf sehr gespannt sein, vor allen Dingen mein Lieblingsthema, USA, aber auch Karibik und nach Afrika. Und ich hoffe, dass das bestimmt noch nicht wie damals, als die Eurowings auch auf die Langstrecke gegangen ist und man ja doch mehr von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt war. Ich sage nur mehrere Tage auf der Dominikanischen Republik. Ja, schauen wir mal, wie das dann so aussieht. Wie war das? 5 Tage Dom Rep oder sowas kostenlos? Ja, das ist halt das Problem. Aber wie gesagt, die Lufthansa hat da gelernt und was ich spannend finde, ist wirklich, dass man jetzt auch ab München das fliegen möchte und das touristische Angebot nach vorne bringen möchte. Also ich finde es gut und wenn die Eurowings wirklich so gelernt hat, wie wir mit Herrn Wölfel besprochen haben, dann sollte das doch endlich mal von Erfolg gekrönt sein. Und die Flüge sollen jetzt auch im System veröffentlicht worden sein. Ich selber habe nochmal nachgeguckt, ich habe nicht wirklich was gefunden, aber müssen wir einfach mal gucken und gespannt bleiben, weil das natürlich immer in Bewegung ist. Ein Thema, was für uns ganz wichtig ist, ich gucke gerade rum, ob ich meine Bonvoy-Karte hier liegen habe als Lifetime Titanium, habe ich nicht. Die Bonvoys haben die Points Advance Buchung geändert und alleine wegen der Änderung habe ich überhaupt erst festgestellt, dass es so etwas gibt. Und Na, da bist du der Experte, da müsstest du dem geneigten Publikum was zu sagen, denn da bin ich tatsächlich völlig außen vor. Ja, bei also Marriott. Man kann also die erforderlichen Punkte bis 14 Tage vor Aufenthalt sammeln und dennoch eine Reservierung haben. Das heißt also, man kann, wenn man die Punkte noch nicht hat, auf Verdacht schon mal etwas reservieren. Allerdings fliegt die Reservierung, wenn man die Punkte nicht gesammelt hat, fliegt die Buchung automatisiert wieder raus. Und das ist halt ein Vorteil für die, die einen Punktesale abwarten wollen oder halt für Leute, die wissen, dass sie Punkte bekommen aufgrund einer Promotion. Ich selber, mir war es wirklich nicht präsent. Schreibt unten einfach nochmal in die Shownotes rein, wer das überhaupt kannte. Weil eigentlich ist das eine coole Geschichte, weil wie oft habe ich das Problem, dass ich irgendetwas buchen möchte und ich habe die Punkte nicht, weil sie eine Promotion haben. Und muss ich halt warten und dann ist der Flug weg oder die Hotelzimmer sind weg. Also immer solche Sachen und das finde ich halt richtig gut. Was sind jetzt die Änderungen? Ganz einfach, man hat 60 Tage Zeit vor der Buchung, das zu buchen und muss bis 14 Tage vor der Ankunftszeit das fertig haben. Und das ist doch eine richtig coole Geschichte. Wenn man die Punkte halt nicht durch Sammeln oder durch Kaufen bekommt, fällt die Buchung halt natürlich raus und man muss diese dann, vorausgesetzt, dass es freie Zimmer gibt, dann natürlich hoffen, dass man das dann wieder bekommt. Aber auch Marriott hat ja diese fluktuierenden Preise, deshalb ist das auch etwas problematisch. Also nur für euch einfach als Hinweis, wenn ihr nicht genug Punkte habt bei Bonvoy, ihr könnt das wieder machen und ich finde es eine coole Geschichte, auch wenn es jetzt ein bisschen verschlimmbessert wurde, ist das mal eine coole Geschichte. Also auch hier wieder merken. Ich werde es irgendwann ausprobieren, aber ich habe immer noch, weiß nicht wie viele Punkte, weil ich auch die American Express von Bonvoy habe in den USA. Also insofern komme ich da nicht in die Verlegenheit, das zu tun. Ist das für dich interessant, so eine Advanced Purchase-Geschichte für Punkte? Bei welchem Programm würdest du das für dich erhoffen oder würdest du sagen, das würde ich da auch haben wollen? Ja, also da du ja weißt, dass ich in der Regel dann bei Hilton meine Punkte sammle und einlöse, wäre das dann bei den Hilton Meilen bzw. Punkten für mich von größerer Bedeutung. Ja, wobei Hilton ja gerade noch eine Kategorie oben drüber eingeführt hat, also wo die das Ganze teurer gemacht haben, weil sie eine neue Kategorie eingeführt haben. Diese neue Kategorie, 170.000 Punkte, glaube ich. Ne? Also das ist pervers. Also, aber nun gut, so ist das bei Hilton.
Ihr wisst ja, wenn ihr Zuschauer seid und wenn wir eine Ausgabe am Wochenende machen, früher hieß es ja Weekend Update, jetzt machen wir nur noch Live Updates oder Update Live, ist der letzte Punkt RKI. Mario, ab morgen, 30.05., gibt es beim Robert-Koch-Institut Änderungen. Eigentlich nicht so viele, aber einige. Ja, also das Wichtigste vorweg, keine neuen Virusvariantengebiete, keine neuen Hochinzidenzgebiete und leider allerdings neue Risikogebiete, nämlich hier die Dominikanische Republik, haben wir gerade drüber gesprochen, und Norwegen, beziehungsweise nur eine Provinz eben, ist ein neues Risikogebiet, und etliche andere Länder sind erstmal vom Hochinzidenzgebiet zu einem Risikogebiet abgestuft worden, unter anderem die Niederlande und Zypern. Und was ganz wichtig ist, einige Länder gelten jetzt nicht mehr als Risikogebiete. Und das sind oftmals dann auch Urlaubsdestinationen wie Bulgarien, Monaco, Liechtenstein, Polen, Spanien. Habe ich was vergessen? Und Ungarn sind jetzt keine Risikogebiete mehr. Hast du Sao Tome gesagt? Und, das ist wobei ich gar nicht wusste, wo das überhaupt ist. Oh nee, die habe ich vergessen. Sao Tome in Príncipe. Die sind in der Karibik. Ja, in der Karibik, ne? Aber kommen wir ja eh nicht im Moment hin. Ja. Nee, also, schlechterdings. Also auf jeden Fall sind das. Sind das französische Übersichtsdepartements? Mehr. Nee, ich glaube nicht. Echt nicht? Ich glaube nicht. Okay. Nee, musste mal googeln. Ich glaube nicht. Guadeloupe ist Überseegebiet. Ja, Guadeloupe, das kenne ich. Ja. Aber ich weiß es nicht, ich mag mich irren. Du weißt ja, ich bin nur der USA-Experte, der Karibik-Experte. Ja, das Sao Tome, das ist quasi vor Äquatorial Guinea. Also das heißt, es ist auf der linken Seite von Afrika. Ja. Ja. Ja, also wieder was gelernt. Geografie, dafür ist so eine Pandemie auch gut. Ich kann nur noch mal den Hinweis geben, wie immer am Ende, ihr habt drei Sachen zu tun. Abonnieren, liken, kommentieren. Kann man das auch das Liken irgendwie mit einem Ihren machen? Likieren, likieren? Nee, klingt falsch. Also abonnieren, liken und kommentieren. Danke, dass ihr wieder dabei wart beim Frequent Traveler TV, bei der heutigen Ausgabe vom Frequent Traveler TV Update live am heutigen 29. Mai. Mario und ich sagen wie immer danke. Sagst du auch danke, Mario? Ich sage auch danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Winke, winke.